Hier ist es, PlayStation VR 2. Und heute werden wir das Gerät mal unboxen. Wir haben eigentlich eine überraschend kompakte Verpackung. Ich habe das Gefühl, bei PlayStation VR 1 war das noch größer. Und es ist gar nicht mal so schwer. Ich habe mich ehrlich gesagt gewundert, wo das ankam, dass hier wirklich alles drin ist. Aber hier ist alles dabei. Hier ist das Headset dabei und die beiden Controller. Und auf der Rückseite heißt es auch innovative PlayStation 2 Sense-Technologie, 4K HDR-Grafik, eine neue Generation von VR-Spielen. Bin ich mal gespannt, was uns bei dieser neuen Generation so erwartet. Und hier haben wir zunächst einmal ein kleines Paket dabei. Wir haben, oh, okay, das sehe ich schon. Controller. Noch ein Controller. Und das Headset. Natürlich wollen wir zuerst mal uns das Headset anschauen. Ich sehe gerade hier gleich ein großes Kabel dabei. USB-C, das ist das Kabel, mit dem das Ganze direkt verbunden wird. Meines Wissens 2,5 Meter lang, das heißt, das müsste ja auch so reichen. Und da ist es. Wow, okay. Gleich mal ein paar Sachen, die mir sofort auffallen. Das ist kleiner als PlayStation VR 1. Wirklich. Es ist auch, gefühlt ist es auch leichter. Es ist definitiv, ja, definitiv kompakter. 4 Kameras an der Vorderseite. Außen noch dieser, so eine Art ziemlich weicher Gummi, der euch dann quasi die Augen abschließt. Und natürlich das Stirnband, das wiederum so funktioniert wie schon PlayStation VR 1. Das heißt, ihr setzt euch das Stirnband auf, dreht es fest und dann könnt ihr eben die Brille entsprechend anpassen an euch. Und zudem ist die Brille vorne auch noch hin und her schiebbar, auch deswegen, wenn ihr eine Brille habt. Zudem kann man jetzt auch noch den Linsenabstand hier verstellen. Da ist ein Drehregler dafür. Und das ist mal alles, was ich hier so sehe. Es ist gut weich gepolstert und ein fix verbundenes USB-C-Kabel zum Anschluss an die PS5 ist dabei. Und ich sehe hier noch einen Kopfhöreranschluss. An der Unterseite sehe ich außerdem noch einen Einschalter. Ich glaube, das ist ein Mikrofon und dann noch ein Button, der irgendwas tut. Auf der Innenseite haben wir so diese Lamellen, die eben die Augen abschließen und auch Lamellen für die Nase. Das Schöne ist ja bei PlayStation VR 2, das liegt ja gar nicht auf der Nase auf, das liegt ja auf dem Stirnband auf und ihr setzt euch die eigentlichen Linsen nur vor die Augen hin. Das ist super praktisch und auch viel, viel ergonomischer als viele andere Headsets. Schauen wir uns mal die Controller an. Okay, sehr eigenartig. Wow, sehr eigenartig. Auch kleiner, als sie irgendwie aussehen in den ersten gezeigten Videos. Okay. Super ergonomisch. Super eigenartig, dass man hier so einen Ring um die Handfläche herum hat. Ich finde, das wirkt fast wie so ein kleiner Boxhandschuh. Aber das ist natürlich für die Sensoren, damit die von der Kamera erfasst werden können. Es fühlt sich sogar ähnlich an zum DualSense, ganz komisch. Wir haben hier vorne einen R2-Trigger, wir haben hier unten den R1 auf dem Mittelfinger, einen Stick, Kreistaste, X-Taste. Das bedeutet, auf dem anderen sind dann natürlich die anderen Tasten noch mit dabei. Und es gibt auch eine Schlaufe zum Schutz. Ja, damit einem das Ganze nicht herunterfliegt. Die Schlaufe ist auch schon fix installiert, die kann man allerdings garantiert raustrennen, wenn man das will. Auch relativ leicht. Ich weiß jetzt nicht auswendig das Gewicht von den ganzen Elementen, aber der Controller ist super leicht. Das Headset auch. Das ist definitiv nicht schwerer, vielleicht sogar leichter als PlayStation VR 1. So, der zweite Controller. Es sind ja nicht zwei identische Controller, wie man ja meinen könnte, denn es müssen ja quasi ein Controller für die linke und ein Controller für die rechte Hand sein. Das heißt, die sind quasi gespiegelt. Und wir haben natürlich auf der einen Seite, Moment, so rum ist es, wir haben auf der einen Seite Kreis und X und auf der anderen Seite haben wir dann entsprechend Dreieck und Viereck.
PlayStation-Taste ist auf beiden drauf und ein Stick. Der Stick interessanterweise, der Analog-Stick, beide, die sind kleiner. Die sind erheblich kleiner als beim DualSense oder bei einem normalen Controller. Das ist fast schon so klein wie bei der Switch. Nicht so klein, aber es geht in die Richtung. Der Switch erinnert mich jetzt total daran. Okay, auf jeden Fall lässt sich das Ganze damit echt gut handeln, denke ich mal. Ich werde jetzt mal ganz kurz das Headset aufsetzen, um zu sehen, wie das mit Brille ist. Also, wie erwähnt, man drückt hinten den Knopf und kann es dann auseinanderziehen und dann aufsetzen. So, dann macht man das hinten fest und dann kann man es vorne entsprechend anpassen. Ja, ich passe drunter mit meiner Brille. Das geht. Um diese Frage zu beantworten. Also selbst mit einer größeren Brille, das passt drunter, das geht. Dann schauen wir, was hier noch in diesem Karton mit dabei ist. Ist ja noch ein bisschen Zubehör dabei. Nicht sehr viel. Wir haben noch ein kurzes USB-C-Kabel, scheinbar 1 Meter Länge, vielleicht zum Laden. Dann ein In-Ear-Kopfhörer. Und dazu die Anleitungen. Die Garantiebestimmungen und die doch größere Anleitung. Das ist alles da dabei. Wir schauen uns mal das Headset noch an. Okay, das sind In-Ears. Sehr komisch oder sehr eigenartig designt. Das liegt natürlich auch daran, fällt mir gerade so auf, weil die natürlich am Headset selbst befestigt werden. Wir haben nämlich hier einen Klinkenanschluss, der genau hier reinpasst. Und wir haben auf der anderen Seite etwas... so ein Stopfen zum Einklinken, damit das fix verbunden wird. So, genau, und jetzt hängen diese Rohrstöpsel hier runter und man kann die jederzeit eben benutzen, sobald man sie braucht. Das ist nett gelöst. Sehr nett, sehr nett. Was auch noch dabei sind, das sind Austauschteile für die Ohrstöpsel, also Silikon. In drei Größen ist das dabei. Wahrscheinlich so eben klein, mittel, groß, damit das auch gescheit in den Ohren drin bleibt. Vor allen Dingen, wenn ihr euch bewegt. Da wollt ihr nämlich nicht, dass die In-Ears immer rausfallen. Wir haben hier eine dreisprachige Anleitung mit bebildert. Ja, mit doch hoffentlich allen Funktionen und Handling Hinweisen. Das ist alles mit dabei in der Verpackung. Und das soll es mal vom Unboxing gewesen sein. Ich werde jetzt das Gerät gleich mal anschließen und da bin ich super gespannt drauf, wie VR auf der PlayStation 5 so aussieht. Ich hoffe, es hat euch gefallen, meine lieben Leute. Lasst gerne Abo und Like da. Dann sehen wir uns beim nächsten VR-Video hier auf diesem Kanal.